Ja, da bin ich wieder. Ausgangspunkt war in einem der Kommentare Frechdachs. Der schrieb, Coach Cecil ist wieder am Start. Hier der Link zum neuesten Video. Ich habe natürlich reingeschaut. Nee, ich habe es mir eigentlich ganz angeschaut. Düster, 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 düster. Möchte ich sagen, ich werde natürlich den Link dazu anfertigen. Und gingen dann einige Gedanken durch den Kopf. Und zwar, ich habe sehr viele Bücher gelesen in meinem Leben und eins war davon damals schon, Deutschland schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin und ich habe es gelesen. Man kann übrigens mit der Funktion Blick ins Buch bei Amazon wunderschön nachgucken. Nicht nachgucken, sondern kann man schon so Leseproben nehmen. Echt gut. Das Buch hatte ich damals von meiner Frau geschenkt bekommen. Ich habe es damals abgelehnt zu lesen, weil ich gesagt habe, das wird mich nur noch wütender machen. Naja, trotzdem. Dann allerdings habe ich auch in den vielen Rezensionen gelesen und auch irgendwo noch gelesen oder gehört, dass Sarrazin abgeschrieben hätte und zwar Plagiat bei Sarrazin, das ist jetzt eine Webseite, müsst ihr nicht unbedingt lesen, das kann man selber nachforschen. Und zwar, Sarrazin hätte von Volkmar Weiß abgeschrieben. Und dann dachte ich, Donnerwetter, guckst du doch mal, wer dieser Volkmar Weiß ist. Und mittlerweile hat er eine richtige Autorenseite auf Amazon, das ist auch alles in Ordnung. Volkmar Weiß, Dr. Rer Nat Habil, Dr. Phil Habil, Genetiker und Sozialhistoriker und so weiter. Der Dr. Volkmar Weiß, der hatte, und das achte ich wirklich sehr an ihm, hatte ganz einfach eine super, auch statistische Auswertung und Intelligenzforschung beschrieben. Er hatte damals, ich glaube, 110.000 Rekruten in der ehemaligen DDR nach allerlei, sagen wir mal, Merkmalen und Intelligenzmerkmalen auswerten dürfen und können und hatte die Forschung dazu betrieben. Allerdings war das dann nicht mehr gewollt. Die Nazis hatten das damals schon nicht gewollt, dass man die Leute nach ihrem IQ beurteilt. Ist ja heute natürlich auch nicht mehr in, ganz im Gegenteil. Ne, Mathe wurde ja zum Beispiel mindestens in Niedersachsen aus dem Abitur gestrichen. Das heißt, jeder Trottel kann das machen und noch was. Volkmar Weiß hat auch beschrieben, Zensuren und IQ, da gibt es eine Korrelation, die ist frappierend. Also frappierend, das heißt, das lässt einen derart erstarren, dass man dann immer weiter liest. Ich komme gleich zu dem Buch, was ich als erstes von Volkmar Weiß gelesen habe, aber ich möchte noch eine Rezension eines anderen Buches von Volkmar Weiß. Pardon, wenn ich den Doktortitel jetzt weglasse, das macht man wahrscheinlich dann automatisch. Zitieren, und zwar, der Genetiker Volkmar Weiß gehört offensichtlich nicht in die Kategorie jener willfährigen Weicheier, die wissenschaftliche Erkenntnisse unter das Primat der Politik stellen. Was er hier vorlegt, bricht nämlich eine Reihe von Tabus und widerspricht so gut wie allen Regeln der politischen Korrektheit. Es ist zu unternehmen, die Intelligenz von Menschen zu messen. Es ist ja allein schon schlimm genug. Pardon, es zu unternehmen, die Intelligenz von Menschen zu messen, ist ja allein schon schlimm genug. Darüber hinaus aber auch die Vererbbarkeit von Intelligenz zu behaupten und dies auch noch mit einer Fülle empirischen Materials zu untermauern, ist aus Sicht der herrschenden egalitären Eliten geradezu unerhört. Wer nicht weiß, was egalitär heißt, denkt an das Wort egal. Alles gleich. Ja, das war sein jüngstes Buch, Die Intelligenz und ihre Feinde. Ich kann es nur empfehlen. Wunderbares Buch, sehr schön. Die Intelligenz und vor allem ihre Feinde. Und auch ist wieder die Möglichkeit gegeben, schon mal reinzulesen. Das hilft, ne? Blick ins Buch. Und bei Blick ins Buch, das können wir uns mal kurz anschauen, kann man Folgendes tun. Man kann dann entweder sich einfach hier nachrichten oder einfach mal das Wort Feinde eingeben, zum Beispiel, um danach zu suchen. Und dann wird im Buch gesucht und siehe da, man kann dann auch auf die richtige Stelle springen. Also das ist ideal.
Man kann auch nach anderen Stichwörtern suchen. Hier auf der Seite sieht man dann noch mehr darüber und so weiter und so fort. Dieses Buch hier, die IQ-Falle, die habe ich zuerst gelesen und zwar sehr früh schon rausgekommen. Ich habe das dann 2011, glaube ich, gelesen. Und Leute, ich möchte jetzt nicht, dass Amazon mich ganz einfach sperrt, aber deswegen, weil ich auf die IQ-Falle verweise, das geht noch. Aber dieser Inhalt, der ist mehr als brisant. Folgt mal, weil es geht auf alle möglichen, aber wirklich alle möglichen Aspekte der Intelligenz ein. Das betrifft verschiedene Entwicklungen, das betrifft natürlich auch, wie man sie misst, das betrifft eben Zusammenhang zu Zensuren, Zusammenhang zu Mathematik, zu Naturwissenschaften, das betrifft Zusammenhang zu Ethnien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und so weiter und so fort. Es gibt eine Glaubensrichtung, da haben sich Leute vereinigt, die haben ungefähr 10 Punkte IQ mehr als wir. Und das 10 Punkte heißt, glaube ich, darauf geht der Autor auch ein, heißt, dass die ungefähr anderthalb Mal so schnell denken können. Schneller lesen, schneller Texte erfassen, schneller sprechen, wobei das gar nicht wichtig ist. Wer zu schnell spricht, wird nicht gut verstanden und so weiter und so fort. Und die IQ-Falle zeigt auch auf, dass die Intelligenz nicht so schön nach dieser gaußschen Glockenkurve verteilt ist, wie wir das immer glauben. Das ist gleich auf der ersten Seite. Leider kann man hier in diese IQ-Falle nicht mehr richtig reinlesen. Wann habe ich es? Ach, 2010 habe ich es gekauft, das Buch. Ja, sah ich gerade. Ich kann es nur empfehlen. Das wird mittlerweile ja nicht mehr so gut zu finden sein, das Buch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und als ich das Buch durch hatte, habe ich mich einem Roman von Volkmar Weiß gewidmet. Und zwar, das heißt, das Buch Das tausendjährige Reich Artan. Dieses Buch ist eine Fiktion. Es gibt auch diesen Film mit Rutger Hauer, Deutschland, ich komme jetzt nicht drauf, wo eine Fiktion angesprochen wird, dass Adolf Hitler damals den Krieg gewonnen hätte und so weiter und so fort. Grauselig, dieser Film, dieses Buch und so weiter. Und in diesem Fall greift der Autor die ganze Idee wahrscheinlich etwas auf und er schreibt ganz brutal, aber ich glaube, er hat es ja damals schon vorhergesehen. Ich glaube, das ist nicht erst 2084 so, aber ich zitiere: Während 2084 das alte Europa längst im großen Chaos zerfallen ist. Er spricht da und so weiter und so fort. Er spricht da von alten Pogromen und so weiter. Ich habe das Buch gefressen. Das liest sich nebenbei ganz gut. Die Geschichte ja, die ist einfach schön. Die lässt sich gut lesen und es geht um alles. Aber in diesem Fall ist die Vorhersage düster und wir sind auf dem besten Wege dazu. Ich male jetzt ein düsteres Bild, ich weiß. Ich habe trotzdem diesen dunkelgrünen Rahmen gewählt. Nicht nur, weil es Sommer ist, sondern letzten Endes, wer etwas weiß, der kann denken. Denn Denken ist Kombinieren des Wissens. Und ich sage auch, oder ich sage es nicht nur, ich schreibe es auch gerne mal unter Kommentare. Glauben Sie noch oder wissen Sie schon? Wer etwas weiß, kann Situationen besser beurteilen. Wer etwas weiß, kann Situationen sogar vorhersehen. Wer etwas weiß, steht neuen Situationen nicht mehr so hilflos gegenüber und hat auch keine Angst mehr. Und ich hoffe, dass meine letzten paar Sätze euch Mut machen, mehr zu wissen, damit ihr den kommenden Zeiten nicht mehr so ängstlich gegenübersteht und sagt, wie konnte das alles passieren? Ja, wenn man das weiß, nicht nur anhand dieses Buches, sondern überhaupt, wenn man viel weiß, ist man sicherer. Ja, das waren jetzt 10 Minuten beinahe, dieses Video, aber ich muss das mal loswerden und ich möchte wirklich auf Volkmar Weiß und vor allem auf dieses Buch, die IQ-Falle, na, ja, ich hatte es ja angesprochen. Und die IQ-Falle nochmal verweisen, das ist wirklich Sprengstoff.
die IQ-Falle, Intelligenz, Sozialstruktur und Politik. Es wurde übrigens auch schon mehrfach übersetzt. Gut, meine Lieben, dann habt einen schönen Tag. Denkt über meine letzten Sätze, über das Wissen nach und werdet sicherer, sicherer, ganz einfach sicherer im Beurteilen der Situation, im Beurteilen der Zukunft, die sich ja jetzt schon andeutet. Und ja, wir machen was, ne? Und wir machen es gut. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.